Der GD39 ist ein spezieller Dübel für Gipskartonplatten, funktioniert aber nur bis Gipskartonplattenstärken bis 13,5 mm. Der hat eine eigene Bohrspitze, den ich mit einem normalen Kreuzbit in die Gipskartonplatte einschraube. Und wenn er dann sitzt, nehme ich die beiliegenden Schrauben, und auch nur damit funktioniert er, die bei dem Dübel dabei sind, und kann dann mein anzubringendes Bauteil damit befestigen. Wenn ich die Schraube eindrehe, klappt hinten die Bohrspitze um und verspannt sich nochmal hinten an der Gipskartonplatte, sodass ich da höhere Lasten aufbringen kann. Der Dübel kann dann in der Gipskartonplatte bis 15 Kilo an Gewicht aufnehmen. Jetzt hat er ordentlich verspannt und der Dübel sitzt fest.